Hi Freunde, willkommen zurück hier bei Let's Play Zelda The Minish Cap. Wir sind hier bei den, ja, bei den Kreuzrittern à la Kreuz und kämpfen gegen die, das hier sind die Einfachen, deswegen sind die auch zu zweit unterwegs. Aua, 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 aua. So, Nummer 1 ist schon weg. Nummer 2 auch. Das war ein bisschen schneller als die anderen. Ja, wir sind hier im dunklen Schloss von Hyrule. Fadi hat sich jetzt endgültig gezeigt. Und er ist jetzt auf der Suche nach Zelda. Und das wollen wir natürlich nicht zulassen. Was irgendwie nur logisch ist. So, hier lang, hier lang, hier lang. Und so. Ja, ich kenne solche Rätsel. Das ist nicht besonders schwierig für mich. Hier muss man den richtigen umbringen. Okay. Das war der richtige. Ja, wir sind auf der Suche nach kleinen Schlüsseln, um an den Master-Schlüssel ranzukommen. Dafür brauchen wir die kleinen. 4 Stück an der Zahl. Und in jeder der Nebenräume ist einer davon. Und theoretisch müsste hier gleich der zweite sein. Theoretisch. Praktisch kann ich euch das nicht sagen. Praktisch kann ich euch das sagen, dass hier einer ist. Wow, wer hätte damit gerechnet? Ich nicht. Also ich schon, weil ich das Spiel kenne. Und wahrscheinlich die anderen auch, weil es 4 Schlüssel sind und 4 Türen, durch die man gehen kann. Also, egal. Ich glaube, ich lasse dieses um Kopf und Kragen Gerede einfach mal weg. So. Jetzt hier so. Dann hier nach oben. Hier zurück. Ja, das interessiert dir jetzt eh keinen mehr. Und dann hier nach rechts und den dritten Kampf genießen. Hahaha! Flupp! Au, 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 das ist nicht gut. So, bisschen konzentrieren und der ist auch weg. Kriegen sogar noch ein Herzchen dazu. Sehr romantisch, sehr romantisch. Wo haben wir denn hier die Sachen? Okay, wir haben so einen Rund. Rein theoretisch muss man das dafür gar nicht machen. Gut, dass wir das geklärt hätten. Gut. Das hätten wir dann alles. Den haben wir auch, den Schlüssel. Und fehlt uns jetzt eigentlich nur noch der von oben rechts. Mumien. Gut, nee, auch Leute, auf Mumien habe ich gerade keinen Bock. Mumien müssen nicht sein. Wir gehen lieber wieder zurück über die Feuerwalzen. Und hier nach oben. Und hier gibt es noch einen Raum. Ja, 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 nein. Nein, da kommen wir nicht lang. Da kommt man zurück, aber nicht hin. Das ist ziemlich ungeil. Okay, na gut, dann halt einmal außenrum. Stört mich auch nicht. Ich mache mir sogar noch einfacher. Hier einmal zurück und hier einmal rein. Ha, bin ich ein Genie. Blub. Nehmen wir die Fee mit, damit wir endlich wieder schießen können. Und dann haben wir hier den letzten Kampf. Aua, so viel zu wieder schießen. Das schlägt er mir einfach durch die Wand durch. Bist du ein Arschloch. Super. Sammel es doch im Kampf auf. Der Gegner hat nur einen taktischen Vorteil, weil er größer ist und einen besseren Schild hat als wir. Warum also nicht sich noch mehr Negativpunkte geben? Naja. Eja. Lämpchen anzünden, 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 anzünden. Das sind wir an, das sind wir an, das und das. Und dann wäre das schon wieder alles. Haben wir hier wieder. Ja, hier haben wir wieder Geister. Das ist der falsche. Das ist der richtige. Komm her. Ja, sehr gut. Komisch, dass die Geister hier diagonal existieren. Sehr rätselhaft. Okay, da bin ich ran. Schade. Dann nehmen wir uns halt einfach diese Schlüssel hier mit und gehen wieder zurück. Weil wir es können. Ich habe meine Hand irgendwie auf dem Kabel. Halt doch mal auf, du blödes Kopfhörerkabel.
Jo. Dann hätten wir das tatsächlich schon geschafft. Wir sind echt schnell. Respekt. Oder hier nochmal auffüllen. Ja, einfach weil es geht. Und flupp, flupp, flupp und flupp. Das zersägen. Hier einmal aufladen. Und ich weiß nicht in welche Richtung. Ich glaube, das war die richtige. Und wir nehmen den Masterschlüssel mit. Kabam. Und in das andere Ding rein. Meins. Ha, nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr seid gekommen, um die Zeremonie zu stören, doch ihr kommt zu spät. Wenn die Glocke noch dreimal läutet, ist die Zeremonie beendet. Und mit dem dritten Glockenschlag werde ich Erzdämon Vardi sein. Tja, und Zelda ist dann wirklich nur noch ein Stück Stein. Oh je, wir haben keine Zeit, Oliver, lasst uns aufs Dach gehen. Ja, wir sind dabei, wir sind dabei. Raum 1 haben wir geschafft. Hast du die Glocke gehört, Oliver? Nur noch 2 Schläge, Beeilung. Ja, ja, in der Theorie ja, in der Praxis ist das gar nicht mal so einfach. So, okay, alles weg. Tür auf. Jetzt beginnt der schwierigste Raum. Die Glocke hat schon wieder geläutet. Was sollen wir jetzt tun? Noch ein letzter Schlag und es ist vorbei. Ja, noch ein letzter Schlag und es ist vorbei. Ich wünschte, ich würde mir weniger Sorgen um diesen Raum hier machen, denn der ist immer relativ herzfressend. Die sind auch leider immun gegen den Energiestrahl. Ich würde sagen, theoretisch sollte ich mit Schwert und Schild kämpfen. Allerdings, gegen 3 auf einmal ist das wahrscheinlich eine schlechte Idee, mit Schwert und Schild zu kämpfen. Aua, 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 aua. Jetzt ist es eh der Energiestrahl vorbei. Jetzt kann uns eh nichts mehr nützen. Flupp. Flupp. Komm. Dich haben wir doch fast. Dich müssen wir auch fast haben. Die beiden Roten. Ja, der erste Rot ist down. Der zweite Rot ist auch down. Jetzt nur noch Mr. Blacky. So, das war's. Das haben wir echt souverän hingekriegt. Ich meine, ich war zwar ein bisschen still, weil ich mich konzentriert habe, aber ansonsten hat das echt supi geklappt. Respekt. In wenigen Augenblicken wäre die Zeremonie vorüber gewesen. Aber ihr müsst mich ja ständig stören. Nun, das ist auch nicht weiter schlimm. Es war nicht sehr viel, aber ich habe genügend Force von Zelda erhalten. Nun kann ich zum mächtigsten Dämon der Welt werden. Doch zunächst will ich mich um euch kümmern. Und wir sind wieder in diesem wunderschönen Raum hier. Ihr stört mich nicht mehr. Ich werde euch eine Kostprobe meiner dämonischen Macht geben. Hallo, Vardi. So, Nummer 1 haben wir. Wo ist die Nummer 2? Ja, ja, du mich auch. Du mich auch, habe ich gesagt. Lass das. So, du hörst auf, hier Flammen zu spucken. Aua. So. Aua. Ich habe Aua gesagt. Hör auf damit. Wenn ich Aua... Komm schon, hör auf mich anzuzünden.
So. Bam, voll auf die Fresse. Nein, auch schon wieder angezündet. Mann, oh. Nein, ach Mann, ich dachte, ich komme schnell genug weg. Dass der einen immer anzünden muss. Ist mir auf den Keks mit deinem Feuer. Das war es immer noch nicht? Okay, dann war es das immer noch nicht. Zwei. Gut. Wir brennen zwar, aber er ist zumindest auch an. So, das war Phase 1. Gar nicht so schlecht. Ich hab dich unterschätzt. Gut, was sagst du dazu? Ich hab noch mehr Kraft angesammelt. Meine Dämonenkraft kannst du mit dem winzigen Schwert nicht bezwingen. Meinst du? Gut. Gut, wenn wir seine Dämonenkraft mit dem Schwert nicht bezwingen können, dann nehmen wir vielleicht einfach Pfeil und Bogen. Oder wir mehren uns. So, auf die Schnauze warten. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal nichts. Da ist auch was. Da ist was. Und da ist was. Mit anderen Worten, schön aufladen. Und dann gibt's volle Kanüle auf die Fresse, Kollege. So, da ist nichts. Da ist auch nichts. Das heißt, es muss das oben sein. Jep. Schade. Verdammt, die haben wir. Na komm. Sehr gut. Ja, ja, du lässt das mal bitte sein. Ach, bin ich doof. Hey. Lass es. Na komm. Sehr gut. Kabä. Ach, immer noch nicht? Okay. Okay, sehr gut. Alles klar, die Seite. Bam. Und. Na komm. Ja, schub mich halt weg. Aua. Mit deinem Stein. Aua, Manjo. Manjok. Aua, Manjok. Genau. So, auf die Scharnuze, Alter. Das darf nicht wahr sein. Ich bin ein Dämon. Ich bin mächtiger als alles andere. Ich kann doch nicht gegen ein Kind verlieren. Das hast du gut gemacht. Jetzt lass uns Zelda schnell vom Fluch befreien. Gut, dann werden wir das tun. Hallo, Zelda. Gut, Oliver. Jetzt verwandelt Zelda mit der Kraft des Schwertes der Vier zurück. Gut, machen wir. Bitteschön. Oliver, danke für deine Hilfe. Auch als ich zu Stein geworden war, konnte ich dich sehen. In meinen Träumen. Der Fluch ist offenbar gebrochen. Eigenglück, wir kamen noch rechtzeitig. Oh nein, das Schloss stürzt ein. Wir müssen hier schnell hier raus. Los, lauft! Na gut, der Ausgang ist blockiert. Dann schnell zur heiligen Stätte. Schnell zur heiligen Stätte, schnell zur heiligen Stätte. Auf jetzt, auf jetzt, auf jetzt, 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 jetzt. Bams, zwei Feen noch. Ah, ein Viertel des Herz fehlt uns. Naja, brauchen wir nicht.
Auf zur Heiligenstätte. Schalalala. Mir entkommt ihr nicht. Ihr sollt die Kraft des Dämons Fadi, der das Force erlangt hat, erfahren. Hallo. Hallo, Kumpel. Ja, ja, du mich auch. Du mich auch, Alter. Warte mal, warte mal, warte mal. Mhm. Jupp. Oh, wo ist dein Arm? Da ist dein Arm. Aua. Komm mal raus da. So. Genau. Dann brauchen wir dich. Na, dich da. Na komm, raus da. Einfach sterben. Sehr gut. Das war Arm Nummer 1. Aua. Hör doch mal auf, mich zu hauen. Das gefällt mir nicht. Guck mal, dafür mache ich dir deinen Arm kaputt. So, jetzt brauchen wir hier ein bisschen Licht. Da ist er. Komm her! Komm her! Das war Nummer 2. So. Schade. Hätte klappen können. Elektrizität ist nicht so geil. Schade. Der Versuch war gut. Die Umsetzung ein bisschen fehlerhaft. So, das gefällt mir besser. So. Sehr schön. Na komm her. Hm? Ja, fein. Aua, ach, Kacke, ich habe zu spät geschlagen. Dann kack hier. Da komme ich nicht mehr rechtzeitig hin, das kannst du vergessen. Aua. Einmal an der Elektrizität vorbei und dann muss ich mich richtig hierzu hinstellen. Hä? Warum so schräg? Das ergibt keinen Sinn. Also für mich zumindest nicht. Noch einmal. Gefällt mir nicht, aber gut. Kabams, 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 kabams. So. Und 1, 2, 3. Ich glaube, ich schlag mal mit allen drauf. Okay, oder einfach so. So was Dummes. Was ist mit der Kraft des Force, der dämonischen Kraft? Ich glaube, die ist vielleicht ein bisschen kaputt. Ich bin mir unsicher. Ja, 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 doch. Oliver, schön, dass dir nichts passiert ist. Du hast Vati besiegt, das ist gut. Aber wir haben so viel verloren. Das Schloss, all die Menschen. Und die Mütze wird zurückverwandelt. Magische Mütze, verwandle dich zurück. Oh, wer hätte das gedacht? Nun, der Vati besiegt ist, ist auch sein Fluch von mir gewichen. Mein Name ist Eselo. Ich bin der Weise von Tynoria. Ich war es, der die Mütze des Hexenmeisters erschaffen hat. Meine Schwäche hat den Menschen viel Leid gebracht. Bitte verzeiht mir. Viele Menschen mussten sterben. Das Schloss ist zerstört. Doch gib die Hoffnung jetzt nicht auf. Da auch ich meine ursprüngliche Gestalt zurückerlangt habe, lässt sich mit Zeldas Force und der Mütze vielleicht noch etwas ausrichten. Wenn ein aufrichtiger Mensch sie trägt, entfaltet die Mütze ihre wahre Kraft. Nur denn, Zelda, bete inbrünstig für deinen Wunsch.
bei der Macht von Grayskull. Es werde normal. Und die Monster verschwinden. Aus dem Wald, vom Pass und auch die heilige Stätte sieht wieder normal aus. Beziehungsweise der Vorraum. Der Palastgarten. Ah, das Schloss steht wieder in seiner alten Pracht. Die Menschen sind vom Fluch befreit. Alles ist wieder wie vorher. Ja, ich spüre die Lebenskraft überquellen. Selbst die magische Mütze zittert vor solcher Energie. Die Mütze heißt Mütze der Wünsche. Sie erfüllt die Wünsche des Trägers. Weil Vardy so ein böses Herz hatte, wurde er zu einem Dämon. Doch Zeldas Wunsch und die Kraft des Force konnten ein Wunder vollbringen. Ja, die Zeit des Abschieds scheint gekommen. Das Tor von Tyloria, das sich nur alle 100 Jahre öffnet, schließt sich wieder. Ich kehre zurück nach Tyloria. Ich weiß, durch meine Schuld geschah viel Leid, doch das Böse ist besiegt. Dank Zelda erstrahlt Hyrule wieder in altem Glanz. Oliver, unsere gemeinsame Reise hatte durchaus vergnügliche Seiten. Der Abschied stimmt mich ein bisschen traurig. Nimm bitte dieses Geschenk. Eine Mütze! So sehe ich dich zum ersten Mal. Aber sie steht hier, kleiner Held. Alles Gute. Ciao, Kumpel. Lebe wohl. Und die heilige Stätte versiegt. Und damit, Freunde, haben wir tatsächlich Zelda The Minish Cap durchgespielt. Ziemlich flott, so möchte ich meinen. Aber das war noch nicht die letzte Folge. Ihr kennt mich ja. Das war, ja, gerade erst der Anfang, ist vielleicht ein bisschen falsch gesagt. Aber wir haben noch einiges zu tun. Wir haben noch ein paar Gegenden zu erforschen. Wir haben Fragmente zu vereinen. Ich habe unglücklicherweise noch ein paar Actionfiguren zu sammeln. Aber das werden wir alles machen. Wir müssen auch noch einen Tyloriander zum Blühen bringen. Das werden wir, glaube ich, als erstes machen, sobald wir dann wieder im Spiel drin sind. Und ja, mal sehen, zu wie viel Prozent wir tatsächlich dieses Spiel hier durchspielen können. Und wir müssen auch noch die Bücher von Magnus durchlesen. Das ist wichtig. Und tatsächlich fehlt uns ja auch noch eine Schwertschrift. Es fehlt uns tatsächlich noch einiges. Die Schmetterlinge haben wir noch nicht eingesammelt. Wir haben Farore oder Nairu noch nicht einziehen lassen. In das Haus. Ich habe noch gut 25, wenn nicht sogar ein bisschen mehr noch, an Fragmenten übrig. Drei sind klar, drei sind auf jeden Fall die Brüder von Tingle, beziehungsweise zwei sind die Brüder von Tingle und einer ist David Junior. Dann gibt es auf jeden Fall noch drei von den Bohnen, die wachsen können in den Himmel. Es gibt noch allerlei zu tun. Und das werden wir dann so nach und nach jetzt in den Epilogfolgen noch erledigen. Ich hoffe mal, die sind nicht zu langweilig für euch. Seht so ein bisschen als Guide zu 100%, auch wenn es wahrscheinlich nicht 100% werden. Das kann ich euch schon mal sagen, dass ich da tatsächlich schwarz sehe, weil ich tatsächlich auch nicht... Warum sage ich es heute so oft tatsächlich? Weil ich nicht weiß, wo alle Herzfragmente versteckt sind. Eins weiß ich noch, was nicht ganz so offensichtlich ist. Das werde ich euch noch zeigen. Das ist ein bisschen versteckt, aber auch noch gut findbar eigentlich. Genauso wie das, was man ertauchen muss neben Ayas Wohnung. Und was gibt es ansonsten so zu sagen? Zelda, wunderbares Spiel. Macht sehr viel Spaß. Für den Zelda-Teil tatsächlich sehr kurz, muss ich eingestehen. Aber sehr spaßig. Und ich würde sagen, ich klinke mich jetzt aus, ich lasse euch die Credits noch zu Ende gucken und wir sehen uns dann in alter Frische im Epilog in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Freunde, Arrivederci.